Das wird so ein Spaß, ich sag's euch. Heute habe ich mir sowas von in die Hosen geschissen, ich sag's euch. Der Film Tornado ist nichts dagegen im Vergleich zu dem, was hier heute Morgen bei uns abgegangen ist. Dabei hat heute Morgen so schön die Sonne geschienen. Ich bin ja heilfroh, dass meine Mama meine Hilfeschreie gehört hat. Auf einmal hat es richtig laute Schläge im Himmel gegeben und Discolichter gab es gratis obendrauf. Da habe ich ja so richtig die Panik bekommen, ich sag's euch. Unsere Blumentöpfe haben leider auch keinen Halt mehr gefunden und sind regelrecht durch die Gegend geflogen. Eieiei, wenn das meine Nachbarin Diana sieht, dann ist hier die Kacke so richtig am Dampfen. Das sind ihre Blumentöpfe, die sie bei uns zwischengelagert hat, da sie ja seit Wochen nicht zu Hause wohnt. Und Mama sollte drauf aufpassen, Pia hat sie aber nicht. Jetzt sind sie kaputt. Die Alte kann sich auf was gefasst machen, denn mit Jana ist aktuell nicht gut Kirschen essen. Jetzt stellt euch aber mal vor, mir wäre was Schlimmes passiert, dann hättet ihr hier auf YouTube nichts mehr zu lachen. Kushi ist eine ganz anständige und liebe Katze, denn sie chillt seit Wochen ihr Leben hier zu Hause. Sie geht ja kaum noch raus. Ich frag mich, was mit ihr los ist. Sie ist doch noch gar nicht im Rentenalter. Mama und Papa sagen immer, dass sie nach Blumen riecht, ich dagegen würde ja immer stinken. Da haben sie allerdings mal recht, ich bin halt immer dreckig, weil ich in der Natur mein Katzenleben genieße. Wenn nicht jetzt, wann dann? Ich bin doch im besten Alter. Lasst ihr eure Katzen auch bei schlechtem Wetter nach draußen? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich wünsche euch einen schönen Samstag. Küsschen aufs Nüsschen.